Ja, dann war da noch ein Champions League-Spiel, das durchaus den ein oder anderen Fußballfan in Europa im Vorfeld, aber spätestens dann anschließend beschäftigt hat. Liverpool gegen Real Madrid. Das fünfte Spiel von Jürgen Klopp als Liverpool-Trainer gegen Real Madrid und zum fünften Mal hat er nicht gewonnen. Dabei stand es doch 2:0 nach 14 Minuten. Herr Reif, was war Ihr Gedanke, als Sie die ersten beiden Liverpool-Tore, die Stimmung, die Euphorie, die weiteren Torchancen, all das erlebt haben? In welche Richtung haben Sie gedacht, würde das Spiel laufen? Und vor allem, wie dieses Spiel lief, diese erste Viertelstunde. Da ich habe in Zürich bei meinen zwei Freunden im Studio und dann habe ich gesagt, pass auf, die werden heute aufgefressen. Heute wird, Real wird heute aufgefressen. Liverpool war so, die wollten alles klären, was in dieser Saison und schon seit geraumer Zeit nicht gut läuft. Und das mit Bravour. Und Real, die sind rumgetorkelt, unfassbar. So, und was dann passiert, habe ich lange nicht erlebt. Wie ein Spiel, es gibt Spiele, die kippen dann und dann Himmel und Hölle kommen zusammen. Aber das hat das alles nochmal getoppt. Also 5:2 gewinnt letztendlich Real Madrid tatsächlich bei Liverpool nach einem 0:2 Rückstand. Jürgen Klopp ist derjenige, der es hinterher analysiert hat. Wir hören zu. Ich glaube, Carlo Ancelotti denkt, es sei schon vorbei. Und gerade denke ich das auch. Aber in 3 Wochen? So ist das in diesen Momenten. Je näher man diesem Spiel kommt, desto besser werden die Chancen und umso weniger ist die Entscheidung gefallen. Heute Nacht, wenn man sich das 5:2 anguckt, Madrid ist ganz gut im Kontern und wir müssen 3 Tore erzielen und mehr Risiken eingehen. Das könnte schwierig werden, aber daran denke ich noch nicht. Wir werden dorthin reisen, so viel kann ich Ihnen schon sagen, und versuchen zu gewinnen. Ob das möglich ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber wir werden es versuchen. Trauen Sie es Liverpool zu, mit 3 Toren oder mehr bei Real Madrid zu gewinnen? Nach dem, was ich jetzt gesehen habe, nein. Jürgen Klopp kennend über die Jahrzehnte und das, um das wissend, was Liverpool kann, wenn sie es machen und wenn sie können, erste Viertelstunde, wenn ein Tor gleich am Anfang, für alle alten Geschichten, fällt ein Tor gleich am Anfang, kann es, sie werden alles probieren. Und das wird nicht also eine erledigte Geschichte, wo beide so sich zu Ende schaukeln, sondern das geht von der ersten Minute, lohnt sich das Spiel anzugucken, wird es rund gehen. Aber er hat so selber gesagt, wenn sie aufmachen müssen und Real bringt das auf den Platz, was sie können, kann das nochmal ein furchtbarer Abend für Liverpool werden. Aber es ist mehr als dieses eine Spiel. Ich hab ja auch gesagt, Mitte der Woche, dieses 2:5. Bayern hat in Gladbach 0:5 so ein Systemabsturz. Also wo nicht einer Mist baut und der Torhüter und was weiß ich alles, sondern Totalsystem. Absturz, aus, so. Das war mehr. Hier war eine Mannschaft, ist zerbröselt. Da sind nicht nur Fehler passiert, sondern die wirkten müde, sie wirkten hoffnungslos und da geht ein bisschen eine Ära zu Ende. Da sind einige Spieler auf dem Platz, die nicht mehr dieses Niveau bringen können. Hat man in Liverpool unterschätzt, wie viel Kraft die vergangenen Jahre gekostet haben, speziell die letzte Saison? Und die Siege. Die Siege machen auch platt, machen müde, auch kommt dazu. Nicht nur die physischen Anstrengungen, aber auch das Psychische und auch das, was der Mann. Und das ist kein Vorwurf, sondern der ist authentisch. Ja? Der ist so, wie er ist. Und das, was er von Mannschaften fordert, gern nachfragen in Dortmund, ist eine Menge. Und das zieht Kraft. Und das alles hat Erfolge gebracht, aber auch Kraft gekostet. Mané ist weggegangen in dem ruhigen Nachmittag in München. Fragen Sie ihn mal, warum er da weggegangen ist und warum man irgendwann mal nicht mehr kann. Weil er körperlich, glauben Sie, körperlich wusste, er kann das nicht mehr bringen? Und im Kopf. Ich habe ihn nicht gefragt, er hat es mir nicht gesagt. Ich versuche es aus der Distanz mit Vorbehalt mir zu erklären, dass du irgendwann sagst, ich kann nicht mehr, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann dieses,
dieses Fordern von top, 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 das, was Guardiola anders macht, verkopft, macht Klopp anders. Klopp zieht, kann Menschen mitreißen über ihren Punkt hinaus, aber das gibt's nicht zum Nulltarif. Und das gibt's mit dem, was du in England und wenn du ständig Erfolg hast in der Champions League und wenn du dann lauter Nationalspieler hast mit Reisen und mit Weltmeisterschaft, mit allem, die haben ja nicht einen Tag Pause, hast du das Gefühl. Und dafür zahlst du irgendwann mal. Und dann guckst du auf die Altersangaben und sie kriegen das hat er nicht hingekriegt zum Zeitpunkt X, der richtig gewesen wäre. Also Fabinho, Henderson, du hast das Gefühl, Van Dijk völlig neben sich, in der Abwehr neben Van Dijk, Menschen, die überfordert sind mit dem, was da gespielt wird auf internationalem Niveau mittlerweile. Salah, irgendwann mal hat auch der Blasen sich gelaufen von allem, dann Verletzungspech kommt dazu. Dann guckst du auf die Premier League, du weißt, diese Saison, Mensch, wenn wir nochmal einen Champions-League-Platz erreichen, das ist ein Wunder. Wenn du ihn nicht erreichst, ist es eine sportliche Katastrophe für Liverpool nach den letzten Jahren, Fallhöhe. Und B, wir kommen nicht in die Champions League, kommen dann die Bellinghams, stehen die schon vor der Tür und sagen, bitte, bitte. Genau, das ist ein ganz spannender Punkt, Herr Reif. Wir wissen alle, Jude Bellingham ist das erklärte Ziel von Liverpool. Sie sehen in ihm als Engländer, man Jude, ja, hey Jude, ja, Beatles statt Liverpool, ist auch alles wieder zu schön, um wahr zu sein. Ganz starker Spieler, genau der Spielertyp, der Ihnen im Mittelfeld aktuell fehlt. Absurd. Ist das jetzt für so einen jungen Mann eher besonders reizvoll, in so einer Phase zu Liverpool zu gehen und zu sagen, ja, ich nehme auch in Kauf, ein Jahr nicht Champions League zu spielen, aber hier kommt jetzt die nächste Ära und ich kann mich zur Figur dieser Ära machen? Nee, nicht kann, muss. Muss? Oder sagt, hat er gestern vom Fernseher gesessen, vorgestern, und sagte, oh, Real will mich auch. Ich glaube, da geht in den nächsten Jahren doch ein bisschen mehr für mich. Und da sind ein paar um mich rum, die mir helfen würden, das neue Real. Darum geht es auch gerade bei Real, aber die kriegen das. Oder in deren Schatten ich stehen würde. Dazu ist er zu gut, zu selbstbewusst und der kann es. Der wird es in jedem Club bringen. Nur traut er sich das und sein Umfeld, der ist sehr gut beraten, sein Vater ist da mit dabei, traut er sich das zu? Er ist immer noch ein junger Kerl. Wenn ich jetzt nach Liverpool gehe, werden sie sagen, du bist das Gesicht, das genau wie sie es jetzt eben beschrieben haben. Und sie werden dieses Hey Jude spielen und du wirst sagen, hört auf. Und er wird es tragen müssen. Dann diese, ich kenne Liverpool ein bisschen, ich war oft in der Stadt. Das, was dort in den Fußball reingepumpt wird, das kann Fußball normal gar nicht leisten. Und so ein junger Kerl müsste das dann wirklich schultern. Denn sie suchen nach diesem neuen Gesicht. Wenn er es macht, schultert er sich eine Menge auf. Bei Real zahlen sie nicht mit Peseten und Kokosnüssen, sondern das wird dann schon. Und Real hat natürlich den Glanz. Das wird eine der spannenderen Geschichten in diesem Sommer werden. Nur, dass sie etwas tun müssen. Ob er das noch macht, ob er das wirklich will. Das werden wir auch noch sehen. Entlassen wird ihn niemand. Bevor wir also dazu kommen, bitte, das lehne ich ab. Haben Sie Zweifel, dass er Lust hat, diesen Umbruch zu gestalten? Mehr als Lust. Lust war der falsche Ausdruck. Traut er sich das noch zu? Sagt er, habe ich noch die Kraft, das hier noch mal von vorne zu machen? Im Moment sagt er, gibt überhaupt keine Frage. Mal gucken, wie die Saison jetzt weiterläuft und das Rückspiel gespielt ist. Und dann allen klar wird, pass auf, wir können jetzt noch 5-mal singen, You Never Walk Alone, aber wir sind draußen im Achtelfinale. Und unsere Saison, wenn wir noch ein Spiel in der Premier League verlieren und wir kriegen Platz 4, können wir auch noch vergessen, ist die Saison beendet. Liverpool. Und dann musst du immer wieder singen, You Never Walk Alone. Und die Frage ist, macht er das? Also nochmal, aber entlassen wird ihn niemand, wenn, müsste er es selber sagen. Aber dass er dann einen völligen Umbruch dort veranstalten muss, ist unstrittig. Also von A bis Z, guten Torhüter haben sie. Und danach musst du anfangen, bereits an jeder Position dir was zu überlegen. So. Also wir reden da von Investitionen von 250 bis 300 Millionen Euro. Wenn man von jetzt auf gleich auf mehreren Positionen eine Verbesserung auf Champions-League-Sieger-Anwärter-Niveau gestalten will? Wenn Sie Angst haben, dass Sie es nicht hinkriegen, lassen Sie uns sammeln. Aber ich glaube, Sie werden schon. Würden Sie Salah jetzt verkaufen im Sommer? Wäre das auch so ein Signal, Salah jetzt zu verkaufen?
wenn die Reise zu Ende ist, so wie sie für Mané zu Ende war und er selber manchmal das braucht es ja diese Symbole auch ein bisschen, wie bei Bayern mit Robben und Ribéry, dass wirklich diese größten Gesichter der größten Triumphe dann auch einfach nicht mehr da sind. Naja, aber darüber reden wir bei Gelegenheit. Sie wollen schon wieder auf die Beine. Nein, nein, reden wir bei Gelegenheit. Kommen als nächstes. Reden wir bei Gelegenheit. Keine Sorge. Nein, natürlich ist das auch eine Frage. Salah läuft seinen eigenen Erfolgen gerade hinterher. Hat er Rekorde aufgestellt ohne Ende. Wenn sie komischerweise bei Real, beim direkten Gegner, die kriegen das irgendwie hin. Also da hast du das Gefühl, Modric, wie lange noch? Ach, für das Spiel reichte es gerade noch. Toni Kroos kam da noch mal rein. So er ist am Spieltag eingeflogen aufgrund einer Erkrankung. Aber Vinicius Junior spielt jetzt nicht mehr jeden Ball artig zu Benzema, sondern macht die Tore selber. Und zieht so langsam an Benzema vorbei. Und Benzema wird sich das in Ruhe angucken und sie werden sehen. So. Da hast du Camavinga und dann hast du Valverde und Tchouameni. Die kriegen diesen Umbruch hin, Real, laufend. Bei Liverpool, Klopp, das muss er sich natürlich fragen lassen, noch ein Angreifer, noch einen Offensiven, ganz Offensiven, noch einen. Nur wer liefert dir die Bälle aus dem Mittelfeld dahin? Wer schafft da das? Bellingham. Bellingham sofort. Wie gesagt, das wird sicher eine der auf dem allerhöchsten Niveau eine der spannendsten Geschichten dieses Sommers. Glauben Sie, es geht in den Sommer oder haben wir da im April, Anfang Mai schon? Ja, muss es ja sein, weil die Dortmunder ja auch wissen müssen. Es wird zumindest, wenn wir wissen, dass er aus Dortmund weggeht. Und sie versuchen jetzt alles und erzählen, ja, geschenkt. Also Bellingham geht natürlich im Sommer irgendwo hin. Wohin, ob wir das dann schon erfahren oder ob sie das in Ruhe, ich wollte gerade sagen, pokern, das ist dummes Zeug, das wird gar nicht gepolt, der wird gar nicht pokern, sondern das ist eine Lebensentscheidung. Ich habe das versucht gerade zu erklären. Das bei Real, ja, Real, weißes Trikot, das gibt es auch nicht zum Nulltarif, aber das traue ich ihm zu. Nur dort kann er im Schatten, Sie sagten das so abwertend. War nicht abwertend gemacht, entspannt. Ja, der muss sich nicht klein machen, aber da sind noch ein paar andere, die sagen, junger Mann, lass mal, das kann ich auch noch. Während bei Liverpool werden alle Hey Jude spielen. Meine Prognose ist Liverpool. Halten Sie dagegen? Oder? Meine Prognose ist Real. Okay, das Schöne ist, einer hat in jedem Fall recht, da bin ich mir sicher. Und dann kommt Paris um die Ecke und sagt, komm, das Dreifache. Und Nee. Da, Real oder Liverpool, das ist glaube schon, ich auch. Wird schon eine schöne Schlacht. Einer von den beiden. Wir hören uns Toni Kroos jetzt gleich nochmal an. Finde ich ganz interessant. Achten Sie ein bisschen drauf. Er spricht Spanisch. Was, könnt ihr jetzt auch sagen, ist ja keine Sensation. Er lebt ja schon ein paar Jahre da. Aber ich konnte mich gar nicht daran erinnern, ihn mal Spanisch sprechen gehört zu haben. Darum rund um die Übersetzung hochspannend, wie locker ihm das mittlerweile ja, über die Lippen geht. Toni Kroos. Ich glaube immer daran, dass wir ein gutes Spiel machen werden. Das heute Abend waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Wir waren zufrieden mit dem 2:2 zur Pause. Wenn wir ehrlich sind, hätte das Ergebnis aber auch anders lauten können. Ich denke, wir haben die Chance am Ende der ersten Hälfte genutzt und eine tolle zweite Halbzeit gespielt. Also, Toni Kroos und wir wollen noch mal auf eine Grafik schauen, die uns zeigt, wo Real und Liverpool in dieser Saison stehen. Denn das Schicksal hatte hier zwei Mannschaften im Achtelfinale der Champions League zusammengeführt, die auf der einen Seite Probleme haben beide, aber sie sind natürlich eindeutig viel größer auf Seiten von Liverpool. Also Liverpool aktuell Achter. Während Real Zweiter ist, zwar auch deutlich hinter Barcelona, aber die können die Champions-League-Qualifikation zumindest schon mal abhaken. Und interessant ist, beide haben aktuell 22 Ligaspiele absolviert. Und da sieht man Liverpool schon mit 7 Niederlagen, Real erst mit 3. Liverpool schon aus beiden Pokalwettbewerben rausgeflogen, die sie in der vergangenen Saison noch gewinnen konnten, während Real dort im Halbfinale steht. Ja, und in der Champions League würde man aus heutiger Sicht natürlich sagen, dass es dort auf der einen Seite, nämlich bei Real, weitergeht ins Viertelfinale und auf der anderen Seite nicht. Aber eine kleine Relativierung immer in Konkurrenz in der Premier League ist eine andere. Absolut. Deswegen, die Situation für Real ist nicht so rosig, wie Sie sie gerade malen. Rosig sollte das nicht klingen. Ich habe deutlich gemacht, dass sie nicht Meister werden. Wenn sie weiterkommen jetzt, und das, darum ging es in diesem Spiel, ein großer weißer Elefant liegt am Ende halbtot auf, oder wahrscheinlich ganz tot auf der Lichtung, um ein hässliches Bild zu benutzen. Sie sind 8 Punkte hinter Barcelona. Das ist der einzige Konkurrent. Und wenn du 8 Punkte dahinter bist und schmierst im Achtelfinale ab in der Champions League,
dann ist alles nicht mehr ganz so königlich. Im Moment machen sie allen anderen wieder Angst, die alten Männer Modric und Kroos, weil sie das eine Ziel haben werden, Istanbul. Und alle wissen, boah, gegen dort findet das Finale statt. Ja. Groß spricht im Übrigen toll Spanisch. Wir hören ihn deshalb so wenig, weil er nie spricht. Er macht einfach keine. Aber hier, super.